Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück. Wir sind gerade auf dem Weg zu Cullen. Oh, der hat sich hier eingenistet. Jetzt weiß ich, auf wem das Bett ist. Natürlich an vorderster Front. Inquisitor, ich habe herausgefunden, woher die roten Templer kamen. Von Theron Falls Schanze. Den Rittern wurde rotes Lyrium eingeflößt, bis sie sich in Monstren verwandelten. Nachdem ihr Verfall vollständig war, hat Samson die Führung übernommen. Woher kennt ihr Samson? Er war ein Templer in Kirkwall, bis er aus dem Orden ausgeschlossen wurde. Ich wusste, dass er süchtig war, aber das hier... Rotes Lyrium ist vollkommen anders als das Lyrium, das die Kirche herausgibt. Seine Macht ist mit entsetzlichem Wahnsinn verbunden. Nun... Ja, das stimmt. Lyrium Rotes ist scheiße. Ja, das haben die roten Templer in Haven mehr als bewiesen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie an Macht gewinnen. Die roten Templer brauchen weiterhin Lyrium. Wenn wir ihre Quelle finden, können wir sie und ihren Anführer schwächen. Nun, ihr wollt Rache. Auf wen seid ihr wütender? Auf Korypheus oder auf Samson? Ich weiß es nicht. Zumindest Samson sollte es eigentlich besser wissen. Das rote Lyrium wird von Schmugglerkarawanen über die Handelsstraßen transportiert. Bei ihnen könnten wir einen Hinweis darauf finden, wo es abgebaut wird. Seid aber vorsichtig, wenn ihr euch mit ihnen befasst. Alles, was mit Samson in Verbindung steht, wird äußerst gut bewacht sein. Ha, wahrscheinlich. Schmugglerbriefe. Samson freigeschaltet. Als Anführer der Inquisition müsst ihr... Es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Nun gut, ihr könnt mir alles sagen. Was auch immer es ist, ich bin bereit, euch zuzuhören. In Ordnung. Danke. Das Lyrium verleiht uns Templern unsere Kräfte. Aber es kontrolliert uns auch. Jene, die von ihm abgeschnitten werden, leiden Qualen. Einige werden wahnsinnig, andere sterben. Wir haben sichergestellt, dass die Templer hier mit ausreichend Lyrium versorgt sind. Ich allerdings nehme es nicht mehr. Ihr habt damit aufgehört? Ja, als ich mich der Inquisition angeschlossen habe. Das ist jetzt Monate her. Nun, aber ihr könntet sterben. Cullen, wenn euch das umbringen kann. Noch hat es das nicht. Nach dem, was in Kirkwall geschehen ist, konnte ich nicht... Ich will nicht länger an den Orden oder dieses Leben gebunden sein. Und ich akzeptiere jegliche Qualen, die ich dafür erleiden muss. Aber ich würde niemals die Inquisition in Gefahr bringen. Deshalb habe ich Cassandra gebeten... mich im Auge zu behalten. Sollten meine Führungsqualitäten leiden, werde ich meiner Pflichten entbunden. Geht es euch gut? Habt ihr Schmerzen? Ich kann sie ertragen. Nun, ich stehe hinter euch. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ich respektiere eure Entscheidung. Ich danke euch, Inquisitor. Die Armee der Inquisition wird stets Vorrang haben. Sollte irgendetwas geschehen, werde ich mich Cassandras Einschätzung fügen. Also einen loyaleren als Cullen kannst du bald nicht finden. Was kann ich für euch tun? Sollte ich irgendwer zu wissen. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Im Moment nicht. Dann erzählt mir von Samson. Ihr und der Anführer der Roten Templer scheint eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Als ich nach Kirkwall kam, habe ich mir mit Samson ein Quartier geteilt. Er schien mir ein ehrbarer Mann zu sein. Kommandantin Meredith hat ihn später wegen Disziplinlosigkeit aus dem Orden ausgeschlossen. Er endete als Bettler auf den Straßen von Kirkwall. Er beging noch weitere Verbrechen, konnte sich aber einer Verurteilung durch den Orden entziehen. Und jetzt ist Samson Korypheus treuer General. Warum dient er Korypheus? Was denkt ihr? Warum hat sich Samson Korypheus angeschlossen? Er war schon damals süchtig nach Lyrium. Jede Münze, die er besaß, wanderte direkt in die Taschen der örtlichen Lyrium-Schmuggler. Korypheus hat vielleicht seiner Eitelkeit geschmeichelt und ihm nicht nur Lyrium, sondern auch ein Ziel gegeben. Mehr war vielleicht nicht nötig. Wahrscheinlich. Ich habe fast Mitleid mit ihm. Das klingt, als wäre Samsons Leben nicht gerade leicht gewesen. Er wurde aus dem Orden ausgeschlossen. Aber er hatte dennoch die Wahl. Er hätte sich für einen anderen Weg entscheiden können. Ich begreife einfach nicht, wie er so mächtig werden konnte.
Selbst mit dem roten Lyrium. Samson hat seine besten Tage lange hinter sich. Tja, das Lyrium hat wahrscheinlich noch ein paar... Hoppala. Andere Effekte. Boah. Eine komische Sache. Als ich nach unten gegriffen habe, war mein Dolch nicht mehr da. Er war einfach weg. Und wisst ihr, wo ich ihn gefunden habe? In einem Fass. Das Ding war randvoll mit Dolchen. Aber das Seltsamste daran ist, ich erinnere mich noch, dass ihn mir jemand vom Gürtel genommen hat, aber ich weiß einfach nicht mehr wer. Ach, je, Mann, Cole, so langsam wird's ein bisschen zu viel. Ich meine, Gag gut hin oder her, aber... Ja, das haben wir schon mal, glaube ich, mit ihr durchgehabt. Kallen, die anderen da drüben alle. Dann wäre noch Vivienne. Solis. Varric. Ja. Sucht ihr jemanden, dem ihr das Ohr abkauen könnt? Tja, ihr habt ihn gefunden. Gut, bei ihm gibt's auch nichts Neues. Man sieht sich. Solis, alter Dongeldungel. Wie kann ich euch helfen? Nix, gut. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Dann, Vivienne, wie komme ich nochmal zu der? Dann muss ich draußen Treppe rechts hoch. Jetzt hat da die Treppen auf. Und dann gehe ich gleich nach unten in Kerker, baue mir da die Rüstungen auseinander, etc. pp. Werde eventuell mir jetzt den Inquisitionsbonus noch nehmen und auch verbesserte Rezepte holen. Ja. Na, hier ist auch nichts. Weiter, gut. Dann wollte ich noch im Garten kurz vorbei. Ihr findet wirklich die seltsamsten Dinge. Gewöhnlich Blutlotus, Tiefenpilz, Elfenwurz, Embryum, Spindelkraut. Selten Schwarzlotus. Ach scheiße, jetzt wenn wir das finden, können wir alles anbauen. Ah, verdammt. Dann momentan brauche ich Elfenwurz. Und immer Blutlotus. Ja, bei dem anderen hätten wir noch zwei oder drei mehr gehabt. Alles in allem hält sich das in Grenzen. Hier kriege ich jetzt ja irgendwie Gold davon. Wann oder wie auch immer ich das bekomme. Ah, Inquisitor. Ihr habt endlich gezeigt, was ihr wirklich könnt. Der Erbauer hat euch auf einen schwierigen Weg geschickt. Ich bete dafür, dass ihr ihn sicher beschreitet. Verdanke ich das euch? Ich erinnere mich an unser Gespräch, bevor wir die Himmelsfeste fanden. Es war nicht nur der Erbauer, der mich auf diesen Weg geschickt hat, oder? Cassandra oder Liliana kamen nie als Inquisitor in Frage. Ebenso wenig wie ich im Übrigen. Wir sind zu eng mit der Kirche und all ihren Unzulänglichkeiten verbunden. Aber ich habe euch nicht gegen Korypheus in die Schlacht geschickt. Ich ließ euch nicht euer Leben riskieren, um die Bewohner von Haven zu retten. Ihr allein kamt als Inquisitor in Frage. Ich biete nur, dass die Macht der Inquisition ausreicht. Nun, wir haben schon genug gebetet. Das stimmt allerdings. Die Zeit für Gebete ist lange vorbei. Für Gebete ist es niemals zu spät, Inquisitor. Der Erbauer hat euch auserwählt, um uns von Korypheus zu befreien. Ihr habt das Vertrauen und die Unterstützung von allen hier. Vergesst das niemals. Alsdann, war sonst noch etwas? Nun, wie geht's den Leuten? Könnt ihr mir sagen, wie es unseren Leuten geht? Was wollt ihr wissen? Was ist mit der Himmelsfeste? Wie geht es unseren Truppen auf der Himmelsfeste? Sie stehen immer noch unter Schock. Die Zerstörung von Haven mitzuerleben, so kurz nach dem Konklave. Ihr habt viele gerettet. Aber dennoch gab es Tote. Und die Reise durch die Wildnis hat die Versorgung der Verwundeten nicht einfacher gemacht. Trotzdem treffen jeden Tag mehr Leute ein. Einige von ihnen sind Flüchtlinge, aber viele wollen helfen. Eure Inquisition wächst.
Ich bete, dass ihr sie weise einsetzt. Das werden wir versuchen. Wie ist es in den anderen Gegenden? Habt ihr Informationen über andere Gegenden? Ihr habt viel für die Flüchtlinge in den Hinterlanden getan. Viele von ihnen, die andernfalls verhungert oder erfroren wären, verdanken euch ihr Leben. Die Bewohner von Kamwald werden von ihren eigenen Toten belagert. Ja, da müssen wir noch hin. Haben uns um Hilfe gebeten. In den Hügeln von Emprise du Lion verschwinden Leute. Vielleicht stecken Dämonen dahinter oder etwas Schlimmeres. Jedenfalls haben sie Angst. Mehr weiß ich auch nicht. Die Zeiten sind in ganz Orlais und Ferelden recht stürmisch. Alles klar, dann heißt es für uns nichts anderes wie, geh nochmal ein bisschen was schaffe. Warum ist das da hinten? Ah, der Ratsraum ist markiert. Alles klar. Herr Bauer, obschon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht bewahren. Ich werde dem Sturm trotzen. Ich werde ausharren. Da predigen sie. Das ist immer noch nicht bereinigt. So, nee, das Ganze hier ist immer noch nicht ganz zu meiner Zufriedenheit fertiggestellt. Ich frag mich nur auch, wann wir dann immer ein bisschen was in unsere Taschen bekommen, denn eigentlich sollte der Garten ja dafür sein, dass wir Geld kriegen. Ja, bin mal gespannt. Genau, Josephine haben wir auch noch nicht. Inquisitor, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die die Montillers erleiden mussten. Ich erinnere mich, dass ihr sagtet, es wäre eurer Familie verboten worden, in Orlais Handel zu treiben. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montillers seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Das ist, ihr wirkt definitiv nicht verarmt. Dafür, dass ihr verschuldet seid, scheint ihr euch aber ziemlich gut über Wasser zu halten. Das genügt nicht. Nur ein Unglücksfall und wir sind endgültig ruiniert. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Ihr seid nicht wirklich arm. Die meisten Leute sorgen sich um ihre nächste Mahlzeit, nicht um ein Vermögen. Ich bin nicht blind, aber ich mache mir Sorgen um meine Familie. Meine törichte Schwester Yvette mit ihren Tagträumen. Meine Brüder, die versuchen, unsere Flotte mit ihren eigenen Händen wieder aufzubauen. Ist es denn so falsch, darauf zu hoffen, dass sie niemals Not leiden müssen? Nein, das ist es nicht. Jeder kümmert sich immer um seine Familie. Kann ich helfen? Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montillers wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Val-Royaux geschickt habe... Ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Wer würde sich die Mühe machen? Wer hasst die Montillers so sehr, dass er so etwas tun würde? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Val-Royaux, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Was hat er davon? Was hat der Comte davon, mit mir gesehen zu werden? Der Comte wird auf Feiern beiläufig erwähnen, dass er sich mit einem bedeutenden Besucher trifft. Das wird Verbündete und Rivalen aufhorchen lassen. Sein Treffen mit euch wird zu Spekulationen führen. Und der Comte wird die Berichte so geschickt steuern, dass er davon einen Vorteil hat. Er wird uns benutzen. Aber wenn er weiß, wer meine Leute getötet hat, bitte ich euch, es ihm nachzusehen. Das ist auch nicht so weiter tragisch. Wenn es euch hilft, natürlich. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden. Yep, denn egal wie man es nehmen will, ob ich mit ihr eine Romanze habe oder mit Cassandra oder mit irgendeinem anderen meiner Mitbekleider oder ansässigen Leute... Alle, die hier sind, sind meine Familie. Egal, ob Liebespaar oder nicht.
Und deshalb kümmert man sich auch drum. Weder Varric, noch Cullen, noch Lyanna, noch sonst irgendeinem soll es schlecht gehen. So, wir haben extremst viele Machtpunkte. Und, ich würde gerne Pläne für Kriegerrüstungen haben. Söldner, Templer, Chevaliers, die Kämpfer der Inquisition haben die unterschiedlichsten Vorgeschichten. Eine Bestandsaufnahme der Waffen und Rüstung der Truppen macht neue seltene Pläne verfügbar. Ich weiß nicht, inwieweit und wie groß der Vorteil dieser Pläne ist, aber ich muss es tun. Und ich muss mir eine Möglichkeit raussuchen, wie ich Geld verdiene. So, Knallhart in der Oberstadt. Ein Brief ist in der Himmelsfest eingetroffen. Es ist kein Empfänger darauf notiert. Niemand hat den Kurier gesehen, der ihn brachte. Ihr dringt in das Reich höherer Mächte ein. Ihr werdet euch verantworten müssen. Der Brief ist nicht unterzeichnet und lediglich mit einem Wachssiegel versehen, das 6 gekreuzte Schwerter zeigt. Ein Amulett der Macht bekommen. Interessant. Eine Patrouille für die Bande. Wir haben eine Anfrage für eine allgemeine Patrouille erhalten. Es ist zwar erfreulich, dass man derart zu uns aufsieht, doch ich bezweifle, dass wir dadurch auf irgendwas stoßen würden, was direkt mit Corypheus zusammenhängt. Ich denke also, unsere Ressourcen sind andernorts sinnvoller eingesetzt. Die Anfrage bezog sich auf dieselbe Gegend, in der dieser Sutherland-Knabe auch die Banditen gemeldet hatte. Vielleicht sollten wir seine Pflichten ja erweitern. Ich werde dem Sutherland-Jungen mitteilen, dass er die Erlaubnis hat, in vernünftigem Rahmen Ressourcen für Patrouillen anzufordern. Ja, eigentlich schon. Ich gucke nur gerade noch, die anderen Aufträge müssten auf der orlesianischen Seite sein. Bericht, aktuelle Forschung. Ui. Bestimmte Pflanzenfresser scheinen besonders empfindlich auf Störungen zu reagieren, die durch Risse verursacht werden. Betroffen ist vor allem das Migrations- und Paarungsverhalten. Auswirkungen auf das Verhalten von Räubern offensichtlich, erfordern jedoch weitere Studien. Zusätzliche Hinweise. Durch das Studium der von Veränderungen im tierischen Verhalten habe ich etwas entdeckt, das für die Soldaten der Inquisition nützlich sein könnte. Das menschliche Verhalten ist auf ähnliche Weise unvorhersehbar. Ich werde diese Erkenntnis weiter erforschen, sofern mir nichts Gegenteiliges mitgeteilt wird. Gut, Rune des Verderbens. Das war jetzt eine sehr interessante Ausführung. Ressourcen aus dem Fallbruch. Sehr schön. Erstmal nach Olé. Rice und Evangeline finden. Genau, das war das eine und das andere ist Bataillon. Das war's dann auch schon. Jupp, alles passt. Wir hätten 3 Aufgaben. Schwester Lyanna, nachdem ich festgestellt hatte, dass zum Zeitpunkt der Explosion kein Magier namens Rice beim Konklave war, habe ich eure Anweisung entsprechend mit der Suche begonnen. Berichten aufständiger Magier zufolge wollte Rice offenbar ursprünglich am Konklave teilnehmen, wurde dann aber von den ehemaligen Templerin Evangeline vom Gegenteil überzeugt. Sie glaubte, die korrupten Kräfte in den Reihen der Templer wollten den Konflikt noch verschärfen und plante, dem auf den Grund zu gehen. Evangeline wurde zuletzt in der Nähe von Val Firmin gesehen. Ein Händler berichtet, sie habe dort gegen andere Templer gekämpft und sei verletzt, aber noch am Leben, gefangen genommen worden. Rice kam auf der Suche nach ihr nicht viel später durch dieses Gebiet. Die Wälder nahe Falfarim bieten zwar zahlreiche Verstecke, aber die Inquisition könnte diese abtrünnigen Templer aufspüren, wenn ihr es befehlt. Ich stehe euch zu Diensten, Walker. Walker kennt die Gegend. Sie und ihre Speer können Rice und Evelyn wohlbehalten rausholen. Macht es. Dann wollen wir doch mal sehen. Ein Bataillon für Sarah. Wir haben Sarahs Behauptungen über Verschiel überprüft. Offenbar wurden einige Flüchtlinge aufgrund von Gebietsstreitigkeiten vertrieben. Wir hätten durch unsere Eingreifen zwar keinen direkten Vorteil, aber die Verstärkung unserer Präsenz könnte ungeahnte Folgen haben. Jedenfalls wäre es keine große Sache, unsere Truppen durch die Stadt marschieren zu lassen. Jo, machen wir. Beste Eskorte. Inquisitor. Und Infraden. Nee, das ist nicht das andere. Ah, das können wir jetzt gerade nicht machen. Gut. Dann machen wir das später. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich kümmere mich jetzt erstmal ein bisschen um die Rüstung. Bis dahin ist es wahrscheinlich fertig und wir sehen uns dann sowieso wieder im nächsten Part. Also, haltet die Ohren steif. Bis dann.